Aber natürlich sind so Sachen wie Behinderung und so, sind natürlich spannend. Und das hängt ja eigentlich vom Zufall ab. Man unterscheidet im Gesetz da zwischen der Behinderung und dann nochmal darauf Gefährdung. Behinderung liegt quasi schon vor, wenn ich nur kurz mal auf dem Radweg stehe und der Radfahrer muss. Ist natürlich nicht schön, dass er ausweichen muss. Aber dem anderen dann gleich mit einem Punkt zu sagen, ich meine, 8-mal passiert, ist der Führerschein weg. Das ist ja der springende Punkt. Ich durfte in der 17. Wahlperiode an der sogenannten Flensburg-Reform mitarbeiten. Das war wenig erfreulich, ging sehr lange, auch mit dem Bundesrat. Und damals hat man ja die Systematik geändert, hat eben gesagt, 8 statt 18 Punkten und eben nur die Verstöße, die wirklich verkehrssicherheitsrelevant sind, aufnehmen und eigentlich fast alles nur noch einen Punkt und selten 2. Und da kommen wir jetzt hier ab und zu raus aus der Systematik.